Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Tolovor 2 mit den Spartanern. Ja. Es fängt an. Mit einer Rangerhöhung. Das ist gut. Kind ist wieder geboren. Alter, das ist super. Wir hatten jetzt ein Kind geboren. Die da. Sehr schön. Ja, jetzt läuft's doch. Okay. Wo sind die hin? Habe ich schon wieder vergessen. Okay, hier wollte ich jetzt in Richtung... Also hier, das da haben wir jetzt voll. Das ist mega krass. Das haben wir voll. Das noch nicht. Aber Baukosten ist ja... Bewegungsreichweite... Oh. Wieso habe ich das denn noch nicht? Nahkampfabwehr. Okay. Dafür habe ich das schon voll. Was gibt das? Verstärkungsrate ist natürlich auch nicht unwichtig. Aber ich würde gerne... Kolonie 3. Hier den da machen. Dauert ja eh nur 3 Runden. So, und wir sind ja wieder positiv in Nahrung. Das ist wunderbar. Auch wenn ich jetzt ein bisschen übertrieben habe mit Nahrungsbeschaffung, aber lieber zu viel als zu wenig so. So. Das war natürlich klar. Die Fraktion ist jetzt auch weg. Okay. Dann werde ich hier mal... Wie ist denn die Garnison hier? Ganz gut. Ja. Okay. Die wurde anscheinend ein bisschen verschmutzt. Du brauchst noch einen Kerl. Egal. Das mache ich dann später. Ihr bleibt mal hier, ihr geht mal hier hin. So. Und ja, also die Frage ist, wann der uns den Krieg erklärt. Ich hoffe bald. Und die müssen eigentlich auch mal sauer sein. Aber irgendwie machen die gerade noch nichts. Das finde ich etwas verwirrend. Etwas verwirrend. Durchaus. Okay. Warte, nee, das mache ich nicht, weil hier ist die öffentliche Ordnung dann ein bisschen miserabel. Okay, zur Aufstellung. Also hier habe ich eine Armee, aber eine Armee gegen ganz Syrakus, die extrem groß sind. Seleukiden. Warte, warte. Es gibt noch die Seleukiden? Einmal hier und einmal da. Krass. Ja, mega lustig. Und Athen ist winzig. Das ist auch sehr interessant. Okay. Wahrscheinlich werde ich dann noch eine Armee zu den Seleukiden schicken. Hier sind 1, 2, 3. Drei Armeen für Europa. Ich würde dann okay, also ich schicke dann die Armee Richtung Britannia. Die Armee geht hoch, die Armee geht runter. So.
Genau, wenn ich die habe, also wenn ich ja Lusitania rausgeschmissen habe und Markomannen und. Nee, das sind ja meine Verbündeten. Genau, also so. Genau, also. Zack, zack. Zack, zack. Kabam. Und dann musst du so hin. Ja. Okay. Und du da gehst dahin. Okay, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. So. Dann mache ich mal gewaltigen Marsch an. Und du gehst hier hin. Du gehst dahin. Du bleibst erstmal da. Okay. Das ist ja. Ich warte noch eine Runde, weil, wie gesagt, meine Armeen müssen sich heilen und müssen erstmal in Position. Weil es bringt ja jetzt noch nichts, wenn ich denen schon den Krieg erkläre. Und dann ja, können die sich schon formieren. Und ja. Ich bin dann gar nicht, noch gar nicht hier vor Ort. Okay, also ja. Messanien? Edler Tod. Oh nein, wer ist denn gestorben? Spartas Furz ist tot. Ah, aber der war schon sehr alt. Minos auf Kinder bekommen. Der ist krass. Aber nicht, der gehört nicht zu uns. Minus Gravitas, Widerstand gegen öffentliche. Ja, ich war jetzt beim ersten und beim dritten, okay. 10% Widerstand gegen fremde Besetzung. Minus 20% der Chance auf Strafe auf öffentliche Ordnung. Minus Kinder, öffentliche. Was habe ich mit öffentlich? Moral und motivieren. Und minus Gravitas pro Runde. Ja, dann nehme ich doch den Newcomer, oder? Aufstände. Euer Anführer. Ah, du bist der neue Anführer. Wunderbar. So. Selbstmord. Was? Man kann Selbstmord machen? Krass. Okay, du bist der Fanboys von Athen. Okay. Hier, dann bekommt ihr mal. Gott, das kann man ja gar nicht mehr erkennen. So, ihr habt jetzt einen den da bekommen. Super. Okay, ja, also es ist. Ja. Ich bleib mal so. Weil ich hier noch nicht weiter kann. So. Wo sind die nächsten? Hier unten. Ganz ehrlich, ich schau mal, wo die anderen hin sind. Okay. Jetzt mache ich es mal offiziell. Also Syrakus. Ihr habt meinen Gruß und meine Aufmerksamkeit für die nächsten. So.
Tag. Ich belager mal weiter. Einfach just for fun. Und fang hier an. Vielleicht in Roma. So steht da das Monument des Leonidas. Warum da? Das ist interessant. Ich dachte, wir hätten das in Rom eingebaut. Aber okay. Ja, muss ja nicht, ne? Wird ja überbewertet. So. Ich baue jetzt ja wieder überall aus. Und dann bin ich überrascht, dass wir keine Nahrung mehr haben. Okay. Das lassen wir erstmal. So. Ich will mal schauen. Wir sind Königreich. Wir könnten auf Imperium gehen. Positive Loyalität haben wir noch nicht. Okay. Wobei Imperium, das bringt jetzt eigentlich auch nichts mehr. Also klar, Rekrutierungsplatz ist geil. Haben wir hier aber auch. Loyalität ist gut. Haben wir hier nicht. Forschungsrate ist auch nice, aber wir sind schon so krass fortgeschritten. Anzahl an Erlasse ist auch gut. Hier ist natürlich nice der Steuersatz. Und die Erfahrungsränge. Ja. Die sind gerade eh ein bisschen barzig. Risiko 52. Okay. Loyalität gesichert. Jetzt sind es nur noch 19. Ich schicke die einfach mal rum. Ich muss halt aufpassen, dass ich muss halt aufpassen, dass ich dann die in Zukunft liegenden Feinde von mir nicht so positiv stimme. Okay, so, das erstmal losgeschickt. Du scoutest mal hier, bitteschön. Ich habe jetzt voll vergessen, den einen Agenten. Da bist du versteckt. Du musst hier Militärverwaltnis machen. Verwaltnis, Verwaltung meine ich. Gut. Ja, es passiert einfach nichts. Bei den Seleukiden passiert jede Runde was, also beziehungsweise passiert nur Krieg. Da dauert eine Runde irgendwie so 2-3 Folgen. Am Altar unseres. Was ein bisschen nervig ist. Und hier passiert gar nichts mehr, weil wir eigentlich keine Feinde haben. Also vielleicht, sobald wir
Die sind ja auch gleich quasi weg. Die Lusitaner sind gleich weg. Klar, Syrakus ist jetzt da als Feind. Das könnte ganz interessant werden, weil die haben, die sind sehr, sehr groß. Die haben komplett, ja, nicht komplett Nordafrika. Die haben jetzt Ägypten. Aber da waren doch voll. Waren da nicht zwei Armeen drin? In Karthago? Politische Intrige. Euer Diplomat wurde verwundet. Musste mit leeren Händen zurück. Wieso wurde sie verwundet, wenn sie nach Massilia geht? Pergamon, euer Diplomat hat zusammen mit einem berühmten Baden zurück. Sehr schön. Und großzügiges Tribut. Oh, von Seleukiden. Schön. Und Pontos hat uns einen Gelehrten. Oh. Ist natürlich nice. Hohe Chance auf Sezession, Bürgerkrieg. Ernsthaft? Ich hab doch gerade eben. Och, ihr seid ja so blöd. Okay. Da muss ich mal schauen. Nein, komplett falsch, wo ich gerade schaue. So, hier. Okay, also, ja. Das ist natürlich jetzt nervig. Ich muss mal schauen. Also, Aquitania und Magna Graecia. Da muss ich mal schauen. Das ist blöd. Okay, den baue ich weg. Den lasse ich da. Hier, den baue ich weg. Ich baue jetzt die ganzen... Schmarrn. Ich baue jetzt die ganzen Sachen weg. Oder ab. Also ich baue die... ja, ihr wisst schon. Damit, falls irgendeiner von denen sich denkt, sie können mal Stress machen, dass die dann nicht so die ganz harten Leute bekommen. Und hier löse ich auch alle auf. Wenn der schon abtrünnig wird, soll er alleine abtrünnig werden. So, ihr holt euch das da. Das kann ich auch automatisch machen. Da ist ja keiner mehr drin. Du gehst hier Gewaltmarsch nach oben. Eigentlich wollte ich, dass er hier stoppt, aber okay. Da wollte er selbst nicht. Ich habe, ja, gerade ist mein Kopf ein bisschen seltsam. Ich habe Thunfisch gerade gelesen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Hunger. Hier machen wir dich da. Okay. Du könntest langsam hier hingehen. Militärverwaltung. Sehr gut. Jetzt muss ich mal noch mal schauen. Du gehst. Was machst denn du hier? Ah, nichts Besonderes. Okay. Dann muss ich mal schauen. Du bleibst noch da. Hier geht's so. Du machst das hier. Du gehörst zu mir. Du gehörst nicht zu mir. Das heißt, hier alles auflösen. Du gehörst zu mir. Du schaust mal
Ja, hier ist echt niemand. Das ist ja sehr seltsam. Ja, die Garnison ist auch langweilig. Schade. Ist nicht wirklich ein guter Kampf. So. Okay, der Furz bekommt was, du bekommst das da. Aber du hast gar keine Frau. Antipus. Guter, starker Name. Antipus, wo bist du? Antipus. Da. Antipus, hier. Du bekommst eine Frau. So. Streitsüchtige Ehefrau, das ist geil. Meine Mutter hatte immer gesagt, ich sei zu gut für dich, arme Mutter. Minus Autorität, minus Gravitas. Gemeiner Ehemann. Familienpflicht. Ich glaube, das sind die beiden, ne? Oder? Naja. Gut, dann streitet halt, aber macht Kinder. Voll böse.